Mutig spielen, mutig sind, gerade im Ballbesitz wollten wir jetzt nicht nur reagieren, sondern wir wollten auch ganz klar unser Spiel hier durchbringen. Das ist die erste Aktion, wenn ich darüber nachdenke, als der Schiri angepfiffen hat, hatten wir direkt eine richtig gute Kombination, ein guter Ball auf Patrick Kurzen. Die ersten Minuten waren wir da, so habe ich es von den Jungs verlangt. Das war auch wirklich auch mental in jeder Aktion sind. Ich denke, die erste Halbzeit hatten wir keine Chance plus, wenn ich an die Chance von Mehmet Kurt denke, kurz vor der Halbzeit und die Chance von Patrick Kurzen. Beides Mal hält der Torwart von Wilbrück sehr, sehr gut. Also sowieso auch ein gutes Spiel gemacht, der Torwart. Ja, und in der zweiten Halbzeit war das Spiel, ja, es ging mehr hin und her, ja, wobei Wilbrück da mehr Spielanteile hatte. Da haben sie es besser gemacht als in der ersten Halbzeit. Aber es hätte, klar, auf beiden Seiten hätte ein Tor passieren können, aber man hat halt eben die ganze Zeit das Gefühl, die Mannschaft, die jetzt irgendwie einen Fehler macht, die geht dann letztendlich als Verlierer vom Platz. Und ich denke, insgesamt war das ein gutes 0-0 und auch ein gerechtes 0-0. Danke, Bruno. Ja, schönen guten Abend zusammen. Ja, erstmal war es ein würdiger Abend für ein Derby. Hat sich, glaube ich, beide Mannschaften oder die Spieler beider Mannschaften verdient. Und deswegen nochmal schönen Dank an alle, die da waren. In der ersten Halbzeit, ich glaube, hat uns nicht gut getan, dass der Anstoß ein bisschen später war. Wir waren nicht auf dem Platz, wir waren nicht präsent. Wir haben die ersten 10, 15 Minuten völlig verschlafen, hatten keinen Zugriff, haben den Positionswechsel von Ferl nicht kontrolliert bekommen, waren auch in den Zweikämpfen zu weit weg gewesen. Hatten dann eine Phase, aber auch nur eine kurze Phase, wo wir das Spiel besser im Griff hatten. Und dann hatte Ferl wieder ein bisschen Übergewicht. Ich glaube, in der ersten Halbzeit kann es auch 2-2 oder 3-3 ausgehen. Wir hatten ähnlich gute Chancen, der Freistoß, der knapp drüber geht. Wir hatten Eigen Yildirim, der aus 8 Metern völlig frei zum Schuss kommt. Wir hatten zwei, drei Möglichkeiten, Schussmöglichkeiten über Brinkmann, Batavillo, wo wir einfach den Abschluss zu spät suchen. Und deswegen glaube ich, dass Ferl in der ersten Halbzeit ein Tick besser war, auch aufgrund der Präsenz in den Zweikämpfen. Unser Verhältnis 55, 45 oder 60, 40. In der zweiten Halbzeit haben wir da ein bisschen offensiver angelaufen. Ich glaube, dann haben wir den Spielaufbau sehr gut kontrolliert gekriegt von Ferl, waren deutlich präsenter, aktiver in den Zweikämpfen und haben auch keine klaren Torchancen aus dem Spiel heraus zugelassen. Natürlich ist es gegen Ferl auch immer gefährlich. Auch nach Standardsituationen haben sie ein paar gute Kopfballspieler, einen Standardschütze mit Meier. Aber ich glaube einfach, dass wir in der zweiten Halbzeit die klareren Chancen hatten, wenn ich allein an die Schusschancen aus dem Zentrum denke, von Zech, von Yildirim. Und kurz vor Schluss, ist egal, kann man, glaube ich, aus unserer Sicht
Ja, für uns ein bisschen Pech, für Fair ein bisschen Glück. Ich glaube, in anderer Situation wird der Elfmeter gepfiffen. Aber hilft alles nichts. 0-0, wir sind weiter 3 Punkte vor Fair. Können das Wochenende genießen und ja, konzentrieren uns oder fokussieren uns aufs nächste Spiel in Berlin. Vielen Dank. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Würdest du da gestern aus Berlin rausfahren, dann bist du über den Haus nächste Woche. Und wir sehen uns wieder in 4 Wochen hier in die 40.2. Dankeschön.